Ich wurde ins Pferdemilieu geboren. Ich bin zwischen Pferden aufgewachsen. Nach dem Tod meiner Mutter hatte ich mich Tag und Nacht um Marquise gekümmert. Sie war der Mittelpunkt meines Lebens geworden. Auf dein Leben. Die Kleine ist wirklich gut, hä? Was ist mit den Boxen von Paloma und Prüll? Glaubst du, dass ich das für dich mache? Er muss mich immer anschreien, ist nie zufrieden. Er ist ein Brummbär, aber eigentlich ist er schüchtern. Ja, aber ich bin kein Bärenbändiger. Wie du mir gefehlt hast. Eines unserer Pferde muss ein Wunder vollbringen. Und jetzt werden wir zwei ernsthaft trainieren. In Ordnung? Das war nicht schlecht, sie macht Fortschritte. Neulich auf der Bahn bist du gut gekantert. Vielen Dank. Wir können den Stall nicht mehr halten, Luis. Es kommt nichts mehr rein. Dann musst du eben den Prix de Normandie gewinnen. Warum nicht den Prix d'Amérique? Den Prix d'Amérique? Mach sie länger! Das mach ich ja! Kann erst mal reiten, dann reden wir weiter, okay? Der Sohn von La Castagne. Sein Vater ist ein Großbanker. Falls Sie verkaufen wollen. Sie ist nicht zu verkaufen. Oh nein. Sie ist nicht zu verkaufen. Kommst du jetzt raus? Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Du wirst wieder andere Pferde haben. Was machen wir, wenn wir irgendwann kein Geld mehr haben? Wir mussten durchhalten. Nicht den Mut verlieren. Marquise war unser Glücksstern. Was zählt, ist die Kraft, wieder aufzustehen.